Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer sanften Gymnastik vor dem Schlafen. Schön, dass du dabei bist. Dieses Video ist ein Wunschvideo. Ich hoffe natürlich, es gefällt. Wir wollen uns durchbewegen, natürlich auch etwas kräftigen und entspannen. Komm in eine hüftbreite Position, lass deine Knie etwas durchlässig und nimm dich jetzt einen Moment wahr. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Es war heute so den ganzen Tag. Lass die Gedanken einfach kommen und lass sie natürlich auch wieder gehen. Denk dir die Krone auf dem Kopf und atme ein, nimm die Arme nach oben. Wenn du ausatmest durch den Mund, lässt du deine Arme über vorne wieder sinken. Einatmen nach oben und ausatmen über vorne wieder sinken lassen. Denk daran, lange auszuatmen. Das lange Ausatmen kann den Puls und Blutdruck senken. Noch einmal. Aus. Lass die Arme sinken und spüre einen Moment nach. Dann beginnst du jetzt mit einer Schulter zurückzukreisen, ganz locker, entspannt. Du wirst etwas größer, tauche jetzt ein, nach unten, werde größer, kannst die andere Hand auch einstützen. Beweg deine Brustwirbelsäule. Und dann wechselst du gleich die Seite deiner Schulter, andere Seite. Ruhig auch mal vergleichen, wie hat sich die andere angefühlt? Wie fühlt sich die Seite an? Gibt es einen Unterschied? Und dann werde auch größer. Rück die Hand wieder einstützen, tauche ein. Beweg die Brustwirbelsäule, Schultern. Und dann kommst du wieder ganz langsam zur Mitte zurück, lässt die Arme sinken, nimmst jetzt die Handflächen nach vorne. Ich mache es ein bisschen seitlich mit. Einatmen, Handrücken nach vorne, ausatmen. Zeichne riesige Achter neben deinem Körper. Werde ruhig größer, eine Welle mit deinem Körper zeichnen, Brustbein heben, rund werden. Möglichst lockere Bewegungen ausführen natürlich. Deine Wirbelsäule mobilisieren. Und vielleicht merkst du jedes Mal, wenn wir uns bewegen, fühlt sich die Bewegung auch geschmeidiger an. Und dann bleibst du hier, tauchst mit deinem Brustbein nach vorne, stütz dich ab und atme aus. Rund werden, dich wieder nach oben aufrollen. Tauche mit deinem Brustkorb nach vorne und werde wieder rund. Und roll dich Wirbel für Wirbel auf. Ein und ausatmen. Mach genauso weiter. Und während du diese Bewegung machst, öffnest du deine Beine etwas weiter in die Grätsche. Tauchst immer noch ein, bist rund. Spür die Mobilisation auch der Hüftgelenke.
Und dann bleibst du hier unten, stützt dich ab und drücke mit deiner rechten Hand deinen Oberschenkel weg, dreh dich auf deine linke Seite und wechsel. Rück wegdrücken und drücken, den Blick über die Schulter nehmen. Bestimmt auch angenehm für den Rücken, oder? Und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte zurück, richtest dich auf und bleibst ganz aufgerichtet, beugst deine Knie über die Zehen und lässt deine Arme ganz weich nach oben fließen, als hättest du einen riesengroßen Ball in den Händen. Und dann schiebst du dich wieder nach oben und zieh die Innenseiten der Oberschenkel richtig zueinander. Werde nochmal ganz weich nach unten und Füße zueinander schieben. Aufrecht bleiben. Ganz kraftvoll. Beinkraft, oder? Geh so tief, wie es für dich okay ist. Nochmal. Noch einmal genau so. Und dann bleibst du oben, streckst jetzt deine Knie und zieh dich auf deine Fußspitzen. Halte die Spannung. Bauch fest und sinke wieder tief. Sehr gut. Schließ jetzt deine Fersen und lass die Fußspitzen nach außen zeigen. Ich mache so ein bisschen seitlich mit zu dir. Gesäß ist aktiv, dann passiert das eigentlich automatisch, dass die Fußspitzen nach außen gehen. Stütz dich ruhig hier ein in die Hüfte und jetzt setzt du dein Steißbein in Richtung Boden. Versuch, den Rücken gerade zu halten. Also es ist nicht das, sondern bleib gerade. Es geht auch nicht weit. Knie Richtung Fußspitzen und jetzt schieb mit den Fersen in den Boden und drück dich nach oben, streck deine Knie. Nochmal ein Stück beugen und ausatmen, strecken. Du kräftigst Beckenboden, genau. Und wir mobilisieren unsere Hüftgelenke. Übrigens ganz wichtig, dass die beweglich bleiben, werden oft fest, wenn wir viel sitzen im Alltag. Kraftvoll nach oben schieben. Halte oben, ist die Knie ein bisschen gebeugt und jetzt nimmst du ein Bein, Arme rückseitig und schwingst es mal ganz entspannt. Du kannst dich auch festhalten irgendwo. Darf auch wackeln. Komm zurück, Hüftgelenk mobil, Hände wieder einstützen und noch einmal Knie Richtung Fußspitzen und wieder hoch. Und jetzt spür mal, ob sich's anders anfühlt mit der einen Seite wie mit der Seite. Merkst du, dass da freier anfühlt? Interessant, oder? Nur so ein bisschen Beinschwünge, die du übrigens im Alltag auch mal machen könntest, machen deine Hüften richtig locker. Und dann bleibst du nochmal, ist die Knie aber leicht gebeugt und schwingst dem anderen Bein ganz locker vor und zurück. Komm zur Mitte zurück und entspanne. Locker dich aus, die Fersen wieder öffnen, schüttel deinen ganzen Körper durch
Und dann kommen wir in die Seitlage. Das heißt, du kommst auf den Boden, kannst dir auch ein Kissen holen für deinen Kopf. Wir legen uns auf die Seite. Hast dir Zeit. Rechter Winkel die Beine, leg deinen Kopf entweder aufs Kissen oder auf deinen Oberarm und lass dein Becken ganz stabil. Und das obere Bein hebst du jetzt ab. Drücke mit der Hand so ein bisschen in den Boden, hast du mehr Körpermittenstabilität. Und jetzt fahr Rad mit deinem Bein. Schieb mit der Ferse weit nach hinten. Becken bleibt ruhig. Beugen, Fußspitze strecken und nach vorne ziehen. Und weit zurück, nochmal dein Hüftgelenk natürlich. Fußgelenk, das wir bewegen. Richtig rausziehen aus der Hüfte dein Bein. Bleib jetzt ganz lang, zieh es raus, das ist ganz angenehm eigentlich, oder? Strecke und beuge jetzt dein Bein. Halte und ablegen. Lass den Arm, kreuz deine Finger, leg den Kopf in die Hände und jetzt drehst du deinen oberen Ellbogen zurück und das obere Knie schiebst du nach vorne, sodass du die Dehnung hier in der Brustmuskulatur spürst, natürlich auch im Rücken. Halte hier ein paar Atemzüge. Immer nur so weit, wie es für dich angenehm ist. Dann langsam wieder zurückkommen und dich über die Seite gleich hochdrücken und dreh dich gleich zur anderen Seite. Leg deinen Kopf wieder ab. Einmal deine Beine in den rechten Winkel. Die Hand gibt leichten Druck. Und mit dem oberen Bein fährst du Rad. Ferse nach vorne, weit zurück, dass dein Becken stabil. Fuß strecken und wieder zurückziehen. Noch zwei Kreise, große Bewegung. Und dann hältst du dein Bein ganz lang gestreckt und bewegst nur noch mal deine Fußspitze ranziehen und strecken. Richtig raus aus der Hüfte. Und zurücknehmen, beide Knie aufeinander, Finger kreuzen, Kopf in die Hände legen und so weit wie möglich dich zurückziehen, Dehnung, Brustmuskulatur spüren, natürlich auch Bauch und Rücken, das obere Knie nach vorne schieben und mit jedem Ausatmen so ein Stück tiefer sinken. Und dann langsam wieder zurückkommen und gleich in die Rückenlage dich ablegen. Füße aufstellen, Wirbel für Wirbel nach unten kommen, Handflächen zeigen in Richtung Decke. Und jetzt schieb mit deinen Fußsohlen
in den Boden und schieb dein Steißbein Richtung Fersen, Wirbel für Wirbel dein Becken auf. Wenn du oben bei deinen Schulterblattspitzen angekommen bist, wieder Wirbel für Wirbel abrollen. Eine ganz angenehme Übung, finde ich, um die Wirbelsäule nochmal so richtig durchzubewegen. Gib Druck mit den Füßen und spür vielleicht jeden einzelnen Wirbel. Auch im unteren Rücken langsam runterdrücken. Spüre natürlich auch die Kraft in der Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken. Angenehm, schon, oder? Wird auch immer geschmeidiger, hoffe ich, die Bewegung. Ein letztes Mal noch nach oben. Und dann wieder nach unten sinken lassen. Entspannen. Hol deine Knie jetzt nacheinander zu dir ran. Fass die Unterschenkel und zieh dein Becken ganz leicht vom Boden weg. Wunderbare Übung auch für morgen früh, also denk gleich an mich morgen früh, 2 Minuten so halten. Der untere Rücken verspannt oft mal in der Nacht und freut sich, wenn er gleich in der Früh richtig lange aufgedehnt wird. Dann löse die Beine zur Decke und schüttel sie so richtig aus wie ein Käfer. Aus den Hüftgelenken rausschütteln, locker lassen. Dann ein Bein aufstellen, wenn jetzt rechts aufgestellt ist, dein linkes Bein lang. Heb dein Becken an, legst ein Stück nach rechts, Arme zur Seite und jetzt lässt du dein Knie auf die andere Seite wandern, Kopf zur Gegenseite, Schultern unten lassen. Entscheide mal, ob das Knie vielleicht noch höher möchte oder tiefer. Mit jedem Ausatmen hineinschmelzen. Dehnung im Bauch, Rücken, Gesäß. Und ausatmen, dann langsam wieder zurück, den Fuß aufstellen. Und was sich jetzt lohnt, finde ich, ist, beide Beine auszustrecken und wahrzunehmen, wie sich die Seiten unterschiedlich anfühlen. Merkst du es? Tiefer oder länger. Nimm dann einen anderen Fuß aufstellen, Hüfte nach links. Knie anheben zur rechten Seite, Kopf zur Gegenseite. Und auch hier jetzt Schultern unten lassen. Knie vielleicht höher oder tiefer und mit jedem Ausatmen entspannst du mehr. Und dann kommst du wieder ganz langsam zurück. Zur Mitte, stellst den Fuß auf, nimm dein Becken wieder zur Mitte zurück, streck die Beine, spür nochmal nach, hoffentlich wieder gleichmäßig. Und jetzt ziehst du deine Fußspitzen an und schieb einmal deine rechte Ferse und einmal deine linke so richtig von dir weg. Beweg dein ISG, dein Iliosakralgelenk, spür das im unteren Rückenübergang vom Becken, Kamm zur Wirbelsäule, also vom Becken zur Wirbelsäule. Das ist kein richtiges Gelenk, es ist eine Verbindung. Und die lockerst du jetzt gerade etwas. Dann löst du und stellst die Füße
ziemlich breit auf dem Boden auf. Und jetzt einfach mal die Knie zueinander kippen lassen. Und wenn du möchtest, bleibst du einfach noch so liegen, entspannst. Oder du öffnest die Knie und lässt sie von rechts nach links sich bewegen. Hüftgelenke mobil machen. Und mit der Bewegung kommst du jetzt zu einer Seite und drehst dich dazu über die Seite langsam zum Sitzen. Lass den Kreislauf noch mal ein bisschen nach oben. Muss ja gar nicht mehr so, wenn du jetzt dann gleich schlafen gehst. Ein Bein vorne drüber stellen, das andere nach unten kreuzen. Und jetzt kommst du gleich auf die Hände und auf die Füße. Stütz dich auf deine Oberschenkel. Mach deinen Rücken ganz rund. Mach ihn nochmal ganz gerade. Nach vorne schauen. Nochmal ganz rund. Gerade. Und rund. Ganz rund. Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen. Aufrichten. Und nochmal so richtig auslockern. Und da beginnst du jetzt mit einem Bein. Locker dein Fußgelenk, Knie-Hüftgelenk so richtig raus. Komm zur Mitte. Da lohnt sich jetzt auch gleich ein Vergleich, wie sich's anfühlt. Auch die andere Seite so richtig rausschütteln. Wieder zur Mitte. Natürlich auch gleich nochmal einen Arm so richtig rausschütteln, stütz dich auf und dein Rücken ist gerade. Handgelenk, Ellbogen, Schulter. Zur Mitte. Gleich ganz anders, oder? Andere Seite. Schütteln. Aufrichten. Den ganzen Körper schütteln. Was du auch machen kannst, ist wirklich den Oberkörper nach unten hängen lassen, Kopf hängen lassen, Schultern auslockern. Ausatmend aufrollen. Einatmen, lang werden. Ausatmen, lösen. Nochmal ein, lang und aus. Streck dich, zieh dich lang, mach dich wirklich so richtig lang in alle Richtungen ziehen. Dann öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück und mit dem Ausatmen entspannst du. Wie fühlst du dich? Entspannt hoffentlich. Mich interessiert es natürlich, wie es dir jetzt so geht. Wenn es dir gefallen hat und angenehm war, dann gerne gefällt mir drücken, netten Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen. Danke auch an alle, die es bereits tun. Der Link ist unter dem Video. Da steht deine Unterstützung. Klick mal drauf und dann kannst du auswählen, ob du mich zum Beispiel mit 2,50 Euro oder 5 oder 10 oder 20 Euro unterstützen möchtest. Auf jeden Fall vielen Dank. Und natürlich freue ich mich, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!